ganz herzlich willkommen zum DAX-Check am Dienstag, liebe Zuschauer, auch heute mit Thomas Bergmann. Grüß dich, Marco. Hallo. Gestern um diese Zeit, da haben wir ein kleines Plus vom DAX gesehen, das konnte er aber nicht aus dem Handel retten. Er ist eher ins Minus gedreht, schon am Vormittag, und dann mit einem kleinen Minus von 0,2% aus dem Handel. Wir schauen auf den jetzigen Start. Die 10,8 steht im Fokus, 10,799 gerade in diesem Moment. Also 0,5% aktuell der Stand. Gestern, die Vorgaben waren ganz gut, zumindest aus Amerika, der Dow und der Nasdaq vor allem. Die haben nochmal einen Schluck drauf gelegt. Ja, es gab doch wieder eine Erholung bei den großen Blue Chips. Also im Bereich der Techs, Amazon, glaube ich, über 3%. Apple noch ein bisschen die Nachwehen zu spüren bekommen von der Warnung zum Jahresauftakt. Aber ja, insgesamt hat sich die Stimmung wieder etwas gebessert. Man hofft eben auf Trump und Xi, dass die einfach was auf die Latte bekommen und einfach hier eine Einigung vielleicht erzielen in den nächsten Wochen. Mhm. Die Gespräche laufen, glaube ich, bis heute noch. Und dann wird man sich wieder zusammensetzen. Und ja, bin mal gespannt. Was vor allem auf die. Nee, er wird ja heute Abend eine Rede halten. Mhm. Im TV zur besten Sendezeit. Eine Rede an die Nation. Da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Und wie die Märkte dann morgen oder ja für uns morgen darauf reagieren. Wir schauen jetzt mal auf die Charttechnik. Ja. Der Abwärtstrend ist weiter intakt, aber wir versuchen einen Boden. Ja, aber im Vergleich zum gestrigen Handelstag waren wir, glaube ich, auf dem gleichen Niveau. Ja. Wir haben hier im Bereich 10,39 eben diese Hürde, bevor wir eben dann in den Bereich von 11.000 kommen. Der ist, ja, wie gesagt, knapp drüber. Das sind so die nächsten Widerstände. Dann ja, geht es dann in den Bereich 11.4. Aber ja, da sind wir jetzt erstmal noch lange nicht. Wir müssen jetzt erstmal die 11.000 Punkte-Marke überwinden. Das wäre zumindest mal ein Ansatz von Erholung. 50-Tage-Linie ist auch in dem Bereich 11.020 etwa. Also hier ist ein sehr großer Widerstandsbereich, den es zu überwinden gilt. Aber ich sag mal so, der Abwärtsdruck, den wir jetzt Ende des Jahres 2018 gesehen hatten, der hat doch deutlich nachgelassen. Es besteht immerhin mal die Chance, wie du schon sagst, auf eine Bodenbildung hier im Bereich von 10.400 Zählern. Das Tief war knapp drunter auf Schlusskursbasis. Die Lage hat sich leicht entspannt, sage ich mal. Konntet ihr euch denn schon hinreißen lassen, ein neues Produkt zu? Nee, nachdem wir jetzt weiterhin in dieser richtungslosen Range befinden. Hier nochmal die alten Unterstützungen. Hier sind wir nahezu dran. Mhm. Das gleiche Bild. Wir hatten ja gesagt, 10.400 ist das Korrekturtief, nachdem diese Schulterkopf-Schulter-Formation abgeschlossen wurde. Das hatten wir ausgeschöpft, dieses Potenzial, dieses Abwärtspotenzial. Also von daher spricht eigentlich schon was, dass wir hier einen Boden sehen könnten. Aber wir haben noch ein paar Risiken zu meistern, auch wenn es jetzt zumindest mal den Anschein hat, dass vielleicht im amerikanisch-chinesischen Streit etwas Annäherung gibt. Aber Brexit-Thema haben wir auch noch. Genau, es kommt schon noch auf uns zu. Italien würde ich auch nie unterschätzen. Also es bleibt spannend. Werfen wir einen letzten Blick auf die DAX-Tafel in Frankfurt, falls es möglich ist. Da sehen wir, ob sich in den letzten Sekunden noch was getan hat. Denn er hat ja ein bisschen zugelegt zuletzt. Naja, 0,5% das Plus. Morgen schon mal wieder drauf. Dankeschön für heute. Sehr gerne. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.